Servus zu Barbecue aus Franken. Das schnelle Gericht könnte ich es heute nennen. Ideal vielleicht für die kommende WM, wo man nicht viel Zeit hat zum Grillen, aber trotzdem ein bisschen was auf dem Grill legen möchte, was schnell geht, was gut vorzubereiten ist. Das habe ich heute für euch. Und zwar gibt's Hawaii Bacon Rolls. Ganz einfache Geschichte, ganz toll zum Vorbereiten und es geht richtig fix. Und was wir dazu brauchen, das steht schon da. Wir schauen aber jetzt miteinander aufs Brett, das noch leer ist, und das filmen wir jetzt miteinander. Ich habe hier 6 Scheiben Toastbrot, das ist so ein Sandwich-Toast, frische Ananas. Wenn ihr Dosen-Ananas nehmt, kein Problem. Achtet bloß darauf, dass die nicht gesüßt sind. In Scheiben habe ich dazu, Bacon gibt es dazu, oder brauchen wir dazu, einen gekochten Schinken brauchen wir, und zum Glasieren ein wenig Barbecue-Sauce. So, als erstes widmen wir uns mal der Ananas. Das heißt, es war eine frische Ananas, die habe ich wie gesagt raus oder beziehungsweise runter von der Schale. Da gibt es so ein Gerät, wo man so reindreht, aber egal. Das schneide ich mir jetzt erst einmal in mittelgroße Würfel. Zurück. Sauber gemacht. Weiter geht's mit Toastbrot. Einfach Toastbrot nehmen, mit dem Rollholz ausrollen. Also dünn rollen, ne? Ich mache jetzt je Toast 2 Scheiben. Teil wird ja eh wieder rauslaufen. Und wie das Ganze schon jetzt ein bisschen an Hawaii-Toast erinnert, der hat nicht ganz Unrecht. Das war die Grundidee, die Hawaii-Toast oder den Hawaii-Toast-Geschmack ein bisschen mehr auf Barbecue zu machen. Hat es ja schon mal ein Video gegeben, da habe ich Hawaii-Toast-Muffins gemacht. So, also, Hawaii-Toast, typisch wäre jetzt der gekochte Schinken. Den zerreiße ich einfach und verteile ihn da drauf. Und jetzt kommen wir zu Ananas. Da legen wir jetzt einfach so am Rand, da wo wir es dann aufrollen, so eine Reihe hin. Und jetzt kommt der schwierigste Teil von der ganzen Geschichte, das Einrollen. Da muss man ein bisschen fummeln jetzt, aber es wird schon gehen. Also einmal geht es komplett rum. So, so machen wir es mit alle. Du bleibst beieinander. Tja, wenn ihr zuerst allen Rollen gemacht habt, kommt Bacon drumherum. So, und zwar fange ich jetzt aber an, indem ich eine Lage so mal lege, um die ganze Geschichte ein bisschen an den Enden da hier zuzumachen. Und dann rollen wir den ganzen Spaß einfach ein. So, in etwas soll es ausschauen und das mache ich mit den anderen jetzt auch. Der Bacon ist drumherum gewickelt, wenn das eine oder andere ganz schön ausschaut. Es passiert im Moment bei 30 Grad Außentemperatur, da lässt sich der Bacon nicht ganz so leicht handeln. Das ist jetzt soweit gut vorbereitet, gebraucht habe ich 15 Minuten dafür in etwa. Geht also wunderbar. Packt das Ganze in den Kühlschrank, dann könnt ihr es in einer Stunde oder in 2 Stunden auch in den Grill tun. Ich mache es natürlich gleich. Der ist jetzt vorgeheizt auf 250 Grad und da geht es jetzt rein. So, gut 250 Grad haben wir am Deckelthermometer. Unten eine Folie, weil da wird es gleich ein bisschen tropfen, Käse wird rauslaufen, das werden wir nicht verhindern können. Oben das Gitter, alle Brenner laufen unten auf gut kleiner Flamme, wie gesagt 250 Grad, und da legen wir es jetzt rein. So, dann lassen wir es jetzt mal drin, ich schaue mal nach 10 Minuten rein und wahrscheinlich müssen wir es ein wenig drehen, schauen wir mal. Auf alle Fälle jetzt erstmal 10 Minuten. 10 Minuten sind rum, die ersten 10 Minuten. So sieht das Ganze jetzt aus, noch ein bisschen blässlich, darf also noch ein bisschen bleiben. Käse ist auch noch gut drin, freut mich. Gut, wird noch ein bisschen was rausgehen, aber nur, wenn man den Deckel zumacht und es heiß bleibt. So, nach 20 Minuten sieht das Ganze so aus. Ja, hat gut Farb genommen und jetzt läuft natürlich Käse raus. War zu erwarten, aber nichtsdestotrotz, es wird noch genug drinnen bleiben. Lassen wir es noch ein bisschen und dann winzeln wir es mit Barbecue-Sauce ein. So, jetzt nach 25 Minuten sieht das Ganze so aus. Jawohl, Farbe hat es genommen, passt. Da pinseln wir jetzt ein bisschen Barbecue-Sauce drüber. Also, drauf damit.
Nochmal 5 Minuten und dann sind die Dinger fertig. 5 Minuten sind jetzt nochmal rum. Jetzt sieht es so aus. Fertig, runter damit. Sensationell schauen die jetzt schon mal aus. Und jetzt schneiden wir mal einen an. Also mal ab durch die Mitte. Jawohl, ja. Sehr schön. Ein Anblick für Götter. Und da Käse ist genug noch drin. Also selbst wenn jetzt ein bisschen was rausgelaufen ist. Aber es sieht sensationell aus. Und wie schmeckt? Das probieren wir jetzt. Also ich probiere es jetzt. Schaut sensationell aus. Ist schnell gemacht und hat jetzt rund 25 Minuten, quasi halbe Stunde, sagen wir mal, so im Groben und Ganzen, auf dem Grill gebraucht. Also relativ schnelle Geschichte, gut zu vorbereiten. Und ja, ausschaut uns gut. Versuchen wir das jetzt noch. Das mache ich jetzt. Also einmal so ein heißes Teil, das ist nämlich noch richtig heiß. Wow! Ja, klasse. Ich liebe sowas. Käsig, die Süße von der Ananas ist da, der Bacon ist da, die Glasur oben drauf passt wunderbar. Der Schinken ist gut da. Super, gefällt mir. So eine Kombination Hawaii Toast auf Barbecue gemacht. Also eine ganz tolle Geschichte, was haben wir es genannt? Bacon, Hawaii Rolls. Ja, gefällt mir gut. Schöne Geschichte, gefällt mir. Wird euch auch gefallen. Macht's nach. Rezept findet ihr unten als PDF, könnt ihr euch downloaden. Und wenn ihr was dazu sagen wollt oder schreiben wollt, beziehungsweise, dann macht ihr das bitte. Gebt unten einen Kommentar, sehr gerne, werde ich den beantworten. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, da kommt das Logo, klickt da drauf, seid ihr wieder dabei bei Barbecue aus Franken. Was wieder, seid ihr überhaupt dabei bei Barbecue aus Franken. Wenn ihr mal einen Daumen nach oben geben wollt, hört ihr auch nichts dagegen. Also macht's, ich freue mich drüber auf jeden Fall. Wir sehen uns nächsten Mittwoch zum neuen Rezept. Ich lasse mir wieder was einfallen, beziehungsweise weiß ich schon, was es gibt. Ihr lasst euch überraschen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Bis dann, ich bleibe euer Sven. Tschüss. Jetzt nächster Bissen. Ist immer noch heiß. Aber richtig geil.